Hey ho, hier ist Zetzello, willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. So, wir sind mittlerweile in der... schlag mich tot, ich glaube die 83. Folge. So, und letztes Mal hatten wir hier den kleinen Pandaswan erwachsen. Genau, da machen wir jetzt erstmal weiter. Lassen die jetzt erstmal frei. Yep. So, und diesmal drücken wir auch auf Play und wenn was ist, dann kümmern wir uns gleich darum. Mann, ey. Diese ganzen Automaten andauernd kaputt sind, das nervt. So, und jetzt machen wir hier erstmal weiter. Und richten uns hier den Laden ein. Ich würde sagen, das hier legen wir hier so ein Stück weiter hier rüber. Und dann stellen wir die Gefäße hier mal hinten hin. So, den Panda. Stellen wir jetzt erstmal hier hin. Und jetzt brauche ich erstmal hier irgendeinen Pfosten. Genau sowas habe ich gesucht. So. Und du sollst nach da hinten rein am besten. So. Kriege ich die vielleicht daran connected? Nein, natürlich nicht. So, mal gucken. Also eigentlich müssen die ungefähr hier hängen. So, und dann kann ich den noch einen Ticken höher ziehen. So. Das sozusagen... So? Nee, das war zu weit. Ach, das ist jetzt echt blöd hier. Ey. Was war hier los? Hey, Mushroom. Ist echt doof, dass der sich da nicht selber connectet. Das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Ich glaube, ich muss den auch so einen Ticken drehen. Noch ein ganz kleines Müh runter. Ja. So. Hier war eine Netzgiraffe erwachsen. Ja, das war... Was hier? Hallo? Wo kommt denn da kein Tierpfleger?
Abwärts. So, und jetzt ist das nette Spielchen hier. Nochmal. Ach nee. Ich will den kopieren und dann einmal nicht in die Richtung drehen. Das Ding kopieren. Und dann möchte ich das bitte einmal drehen. Genau. Jetzt werden auch noch die Jaguare erwachsen. Das läuft heute wieder richtig gut. So. Jaguar ist erwachsen. Jaguar ist erwachsen. Da. So, und da. Du hast 2x100. So, dann haben wir jetzt hier alles bei den Jaguaren erledigt. So, der nimmt jetzt hier auch langsam Gestalt an. Und dann würde ich, glaube ich, nochmal so ein... Dass man das auch nicht ausstellen kann, dass hier, dass man, dass die Kamera da nicht immer hin switcht. Ich meine, das würde doch ausreichen, wenn hier das Ding auftaucht, und dann kann ich da draufklicken, bitte reparieren. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, ich mache mich aus den Planken. Ich hätte gerne die Planke hier. So, und euch eigentlich nicht. So, habe ich? Ich hoffe, ich habe alles. Ja, gut, dann brauche ich mir den nicht nochmal bauen. Dann brauche ich den nur verlängern. So, dann musst du mal da kurz ein bisschen Platz machen. Davon jetzt alles erwischt. Gut. Dann muss der jetzt hier noch ein Ticken hier rüber. So. Gut. Und dann nehmen wir das hier und ziehen das auch noch ein Stückchen hier weg. So. Und dann nehmen wir die drei Sachen und kopieren das. So. Und dann das noch ein Stück hier rüber. Wobei. Doch. So. Dann hauen wir die noch ein Stückchen weiter nach unten. So. Und nehmen noch den dazu und kopieren uns das einmal nach hier vorne. Und jetzt nehmen wir die beiden und kopieren uns die auch nach hier. Nun Stückchen. Hier rüber. Und ihr müsst auch noch ein Stückchen hier rüber. So. Und jetzt. Hast du da rein? Ja. So.
Ich habe gesehen, genau, wir Koalas erwachsen. Ich würde sagen, weil die auch teuer sind, heben wir uns die mal auf. Und machen hier mal fix weiter. So. Dann kopieren wir dich einmal. Den habe ich mir schon gedacht. Muss ich noch nach vorne ziehen? Bei den anderen passt es. So. Ist das auch erledigt mit den Pandas? Die Teekisten. Die stapel ich mal. Hier hin. Finde ich ganz schick eigentlich. So ein bisschen dekorieren hier und Requisiten. Gucken wir nochmal, was hier australisch Design. Australien. Mhm. Hier diese Leuchtdinger würde ich auf jeden Fall gerne. Mittelklein. In der Zeit ganz schön viele Tiere erwachsen. Mann, diese ganzen Vandalen hier, ey. So, und Speed. Mit Speed rüber. Und weiter geht's hier im Text. Vielleicht nehme ich dafür jetzt aber hier diesen mittleren. So, und hier jetzt wieder den kleinen. Jetzt das da nehme und das denn hier hinsetze. Sieht das aus wie ein Gesicht. So. Gucken wir, ob ich das heute hier noch schaffe. Die Tiere mich lassen.
Weil wenn ich das jetzt hier wegnehme, das hier kopiere, dann daraus das da mache. Warum ist das jetzt gelb? Ich will das aber grün. So. Der Australia Man. Yeah. Ooh. Ah, ja. Wir wollten ja. Ah, Blauzaubers Gink. Ja. So, dann hauen wir doch die hier gleich mal rein. So, mal kurz Pause. Ich habe hier noch den anderen. Wo ist er denn? Da. So. Er muss noch wieder repariert werden. Was ist mit der Wasseraufbereitung? Okay, bei euch ist alles locker vom Hocker. Und bei euch? Ja. Ich weiß. So, auf jeden Fall kriegen wir hier erstmal ein Bild. Danke. Und jetzt gucken wir bei euch. So, wir brauchen ein bisschen. Ich versuche ja immer so ungefähr die Mitte zu treffen. Ne, machen wir mal auf 30. So. Und hier brauchen wir es ein bisschen trockener. Ich glaube, das sind so 25. Ne, 50. 50, 50, 50, 50, 50. 52. 54, 55. Warum kann das mit dem Schwarm arschen? Mitarbeiter, Arbeitsbereich im Gebirgspass unten. Kann er doch erreichen. So, Gebirgspass unten. So, da habe ich einen Tierpfleger. Der da. Er soll für die Vivarien. Ruht sich aus. Wieso kann er die Vivarien nicht erreichen? Hier ist alles verbunden. Ach, warte mal. Ich werde hier mal Wege, Mitarbeiterweg.
Also ich verstehe nicht, warum er... Den Pfleger rufen. Macht das Sinn? Nein, macht's nicht. Aber ich verstehe nicht, warum der... Warum der... Wir machen das einfach mal so. Nee, nicht so. So. Kann er den jetzt immer noch nicht erreichen? Aha, komisch, jetzt geht's auf einmal. So. Ich brauche hier aber auf jeden Fall noch, so. Spendenbüchse. Was gibt's denn hier noch so? Schriftfarbe in Grün. Ja, und das sieht gut aus. Mann, oh, hier fangen wir unten an. Okapi. So, Löwe. Löwe und Löwe. Weibchen immer aufheben. Die bringen gute Punkte. Also hier gute Blätter. Die kann man denn gut verkaufen. Irgendwie sieht mir das noch so ein bisschen kahl aus. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt hier. Fehlt mir hier noch. Ich weiß aber nicht was. Das ist echt schwierig. Vielleicht sollte ich einfach mal die Bodenplatten jetzt hier mal reinsetzen. Sieht das bestimmt schon ganz anders aus. Hm.
Wird langsam, wird langsam. Harmulas! Schon wieder eine Einrichtung rausgefahren. Warum ist denn hier der Boden eigentlich so uneben? So, kopieren wir uns die hier jetzt erstmal nochmal. Harmulas! Und noch einmal hier rüber. Ein Jaguar ist entkommen? Wie kommt ihr denn immer da rauf? So, jetzt dürfte das eigentlich ja nicht mehr passieren. Wasseraufbereitung ist kaputt, ein Schiebautomat ist kaputt. Die sind wirklich oft kaputt. So, dann gucken wir mal eben noch, was unsere Mitarbeiter machen. Alle zufrieden soweit. So, du kriegst noch ein Upgrade. So. So, und bei euch ist alles Rotscha in Kambodscha. Gut, hier ist alles erledigt. So, der Fußboden ist verlegt. Im Souvenirbereich, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Zello. Tschüss.